schauen und dann gib ihm. Active User Ronnie ist kurz vor knapp eingesprungen und nimmt mir einen Schnitt für dieses Video ab. Ich möchte, dass ihr bei ihm vorbeischaut nach dem Video und sein letztes mit lieben Grüßen bombardiert. Ich guck nach, ob ihr das auch wirklich gemacht habt, also... Ich hab fleißig gut angehalten. Na, bei mir ist immer noch purer Stress angesagt mit dem Umzug und vielen anderen Sachen drumherum, deswegen gibt es ausnahmsweise noch eine Storytime. Ab nächste Woche geht es endlich wieder normal weiter, ne? Dann sollte soweit alles erledigt sein. Noch eine gute Nachricht, nächsten Monat fange ich wieder an zu streamen, ne? Sobald ich Internet in der neuen Wohnung habe. Zum Glück kommen die Internettechniker auch immer zu dem versprochenen Datum. Oder? Sei es drum. Falls ihr keinen Bock auf Storytime habt, macht aus und schaut nächste Woche wieder rein. Heute geht es mal um meine Einstellung gegenüber anderen Menschen. Ich hasse Menschen. Nicht auf dieser Misanthropen-Ebene. Ich bin einfach nur sehr, sehr schnell getiltet. Ich denke, ihr versteht gleich, was ich meine. Wahrscheinlich versteht ihr das nicht, weil ihr nicht so bekloppte Dullis seid wie ich. Aber vielleicht kann es der ein oder andere nachvollziehen. Wenn auch nur einer. Alltagssituation Nummer 1. Einkaufen. Ich hasse Einkaufen. So kleine Dorfläden, wo kein anderer Kunde in meinem 5 Quadratkilometer großen Alarm... Anne Nordsee, grüß dich. Schön, dass du da bist. Aber Stadtläden oder Einkaufszentren? Alter, purer Horror. Ich betrete so einen Laden und... Ey, Leute, jetzt mal ganz ehrlich... Stadtleben ist wirklich teilweise echt schwierig, ne? Ich fühle es irgendwie gar nicht. Also ich bin auch so, ich bin halt im Dorf aufgewachsen und ich mag eher so dieses Ländliche. Ich weiß, es wäre echt cool, wenn man von A nach B direkt kommt und so, aber ich weiß nicht. Also mir ist das nichts, also so auf Dauer ist es nicht so, ist es nicht so meins. Ja, generell Leben ist schwierig, du hast recht, ja. Also da muss ich auch sagen, generell Leben, ja, das ist ein Problem. Absolut Beste. Was meinst du denn? Du meinst jetzt bestimmt Stadtleben, ne Sven? Weil du immer direkt die Kneipen besuchst und so. Vor allem jetzt in der jetzigen Zeit funktioniert das sehr gut. Dorfleben Beste, so ist es. Na gut, bis jetzt in Österreich gibt es ja auch nur Dörfer, oder? Gibt es irgendeine Stadt? Ja, Mann, dann in der Schlange und irgendwelche Nervensägen hinter dir, rücken dir auf die Pelle, so ist es. Ja. Also hier im Osten ist es so, dann schlägt man sich direkt zusammen und dann trinkt man ein Bierchen zusammen. Ja. Oder einen Schnaps, ne? Ich brauch den Geruch der Gülle, den gibt's hier auf jeden Fall sehr, sehr oft. Auch nur einen anderen Menschen, ne? Ich krieg schon die Wut. Wenn die mir keinen konkreten Grund dafür geben, sauge ich mir halt einen aus den Flossen. Hauptsache, ich kann sauer sein. Ich will einfach sauer sein auf andere. Aber manche Leute sind halt auch einfach dumm. Hier in Weimar gibt es einen Nahkauf. Da ist es eng. Da ist es so eng, dass da keine Sau vernünftig durchgehen kann. Nicht mal Mr. Game & Watch. Dieser besagte Nahkauf hat ein Problem abseits von der Gangbreite. Das nennt sich Korbpflicht. Jeder Kunde muss einen verkackten Korb in die Flossen nehmen. Ich weiß, es ist sinnvoll wegen der aktuellen Lage, dem will ich gar nicht widersprechen, aber wenn es diese Korbpflicht doch gibt, sollte man vielleicht... Also wirklich, ich finde den Videostil gerade ein bisschen amüsant auf jeden Fall. Der hat so dämliche Einspieler gefällt mir. Oh, scheiße, ey. Scheiße. Nahkauf haben wir hier, glaube ich, gar nicht in der Nähe. Sowas wie Nahkauf. Also Nahkauf ist, also ich war schon mal in einem Nahkauf, aber das haben wir hier gar nicht. Wir haben hier sowas wie Kaufland und so. Und was gibt's denn hier noch so? Netto, Aldi, Edeka und so. Ja, Simmel gibt's. Was habt ihr so? Nah und gut hab ich, ja. Real weiß ich gar nicht. Mann, hab Hausverbot im Nahkauf. Oh, scheiße, wie kann man denn Hausverbot im Nahkauf haben? Hast bestimmt wieder irgendwas kaputt gedroschen, oder? Norma, Marktkauf, das sagt mir gar nichts. Aber Norma sagt mir auch was, das gibt's auch gar nicht mal so weit weg von hier. Nicht auch genügend Körbe da haben. Haben die nicht. Haben die nicht. Da muss man halt einen Einkaufswagen nehmen. Völlig egal, ob ihr nur eine bekackte Packung Milch oder Kippen an der Kasse kaufen wollt. Ihr müsst einen Einkaufswagen nehmen. Wie gesagt, sinnvoll und wäre auch kein Problem. Aber dieser Laden ist wie gesagt eng. Ich weiß nicht, ob manche Menschen diese Wahrnehmungsgabe nicht besitzen, zu bemerken, dass dieser Laden die Glassarkophagfalle aus Saw 5 ist. Es wird immer enger. Moin. Du kriegst Platzangst. Diese besagten Mitmenschen halten es dann für eine großartige Idee, ihre verkackten Wegen mitten in den Gang zu stellen. Die parken da, anstatt die an den Rand zu stellen. Du kommst einfach nicht vorbei. Warum macht man das? Ich würde am liebsten mit Anlauf in diesen Falschparker reinbrettern. Ne? Aber mit Carajo, dass es richtig scheppert. Ja, aber hast du das Gefühl, er regt sich über viel zu kleine Dinge auf. Ja, Lachs, ja auch schön, dass du da bist, ja. Also ich meine, er übertreibt gerade wirklich so ein bisschen, aber ich weiß, dass Robin wirklich so ist, ne? Singeber, moin.
Ich weiß, dass er wirklich so ist. Ihn triggert das wirklich so extrem hart, sodass er sich richtig aufregt. Ich denke mir so, na dann gehe ich dem Ganzen noch aus dem Weg und bin einfach normal und reg mich jetzt nicht drüber auf. Also ich finde Einkaufen generell einfach scheiße, weil, also ich bestelle mir halt lieber was, weil es bequemer ist, aber so dieses Einkaufen ist so, also wenn ich schon wieder weiß, eigentlich müssten wir heute einkaufen, aber wir gehen heute nicht einkaufen, weil meine Freundin ist ja nicht da. Und morgen gehen wir einkaufen. Wenn ich jetzt schon weiß, dass wir morgen einkaufen gehen, dann denke ich ja auch so, Alter, dieses Scheiße, dieses verdammte Einkaufen. Wisse, danke für den verschenkten Sub an Lax Diabla. Ich danke dir vielmals, ja. Nee, wirklich, ich finde Einkaufen schrecklich, ja. Also mir macht das keinen Spaß. Ich fand auch schon immer Shoppen nicht schön. Ne, manche, die feiern das so, wenn die shoppen gehen. Das ist für die so eine Passion. Für mich ist das einfach nur eine Aggression. Einkaufswagen. Am schlimmsten ist aber Hosen einkaufen. Am allerschlimmsten ist es, Hosen einzukaufen. Du schlüpfst in die Hose, dann merkst du, die passt dir nicht, ziehst wieder aus. Dann schlüpfst du in die nächste Hose, passt nicht. Du regst dich einfach nur auf, weil so Hosen anzuziehen einfach scheiße sind. Also wirklich, ganz, ganz schrecklich. Threading könnte man sowas nennen. Es ist einfach dieses Nicht-Mitdenken. Warum denken so viele Menschen nicht mit? Es ist fürchterlich, Alter. Dann hast du dich endlich durch dieses Schlachtfeld von Laden gequetscht. Und es geht weiter. Absolute Endstation. Noch schlimmer wird's nämlich an der Kasse. Entweder gerätst du an der Kasse an den letzten Praktikanten. Ne, der hat am ersten Tag die Schnauze voll. Zeigt sich dann auch dementsprechend, ne, der lässt sich nämlich Zeit. Was ich noch nicht mal verübeln kann, ich hätte auch keinen Bock dafür 2,50 Mark alle 2 Sekunden piep piep. Ich hätte da keinen Bock drauf. Völlig verständlich, trotzdem bekomme ich da die Wut. Aber dann gibt es auch noch diese Kunden, die 500 Jahre brauchen. Ja, hast du ein bisschen das Gefühl, dass so sein Aggressionspotenzial relativ hoch ist, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich finde gerade, er wirkt mir persönlich relativ aggressiv, ja. Es ist, also es macht mir ein bisschen Angst, aber mir hat das auch schon damals ein bisschen Angst gemacht bei Meinungsblogger-Treff, ja. Also ich erinnere mich bloß ans Bowling-Spielen. Bowling-Spielen war sehr nice. Also, pass auf, es gibt so diese Verlierer und es gibt so diese schlechten Verlierer, ja. Jasnero hat sich auch selber als schlechten Verlierer sozusagen. Er hat selber gesagt, er kann nicht verlieren. Und er hat einfach die erste Runde so derbe verkackt einfach. Da ist er richtig aggressiv oder man hat so richtig gemerkt, Alter, wenn jetzt nochmal ein Triggerpunkt kommt und Baku hat ihn die ganze Zeit getriggert, wirklich die ganze Zeit. Robin ist richtig ausgerastet. Er hat so richtig innerlichen Hass gehabt, ja. Und jeder war einfach nur so amüsiert so darüber, dass er gerade so getriggert ist. Was, der Typ ist aggro, der wirkt wie die Ruhe in sich. Nee, Laxi, also, nee. Robin niemals, der ist nicht im Geringsten, ist ja ein ganz ruhiger, ja. Als wenn vielleicht ein Hai ist oder so, keine Ahnung, ja. Aber sobald ihn irgendwas triggert und ihn triggert ja hier, man sieht es ja in dem Video, ihn triggert ja alles, dann, ist schwierig, sag ich mal. Um ihre Ware aufs Band zu legen. Keine Ahnung, ob die das irgendwie kochen, bevor die das aufs Band legen. Und dann nochmal Äonen, um alles in der Tasche zu verstauen. Menschen einer bestimmten Altersgruppe, die ihr Klimpergeld punktgenau in Kupfermünzen zusammenwuseln, ne, anstatt es bei der Bank einzutauschen, sind auch so ein Fall, aber darüber will ich gar nicht reden. Ich möchte auf jeden Fall einfach... Ich habe noch nie Kleingeld bei der Bank eingetauscht. Und zwar richtig, und dabei auch noch schreien den Orang-Utan. Jetzt kommt Wisst ihr, wie ich immer mein Geld eintausche? Es gibt doch in Supermärkten diese Selbstbedienungsanlagen. Da nehme ich mein ganzes unnützes Kleingeld, was ich noch habe, diese Kupferstücke, und hau die einfach alle da rein, weil da weiß ich, da kriege ich sie los. Wenn ich dann an der Kasse stehe, fange ich an zu hyperventilieren. Ne? Ich denke mir, dass die Person hinter mir genauso ein Arsch ist wie ich. So, du kannst ja so schnell sein, wie du willst, das ist mir trotzdem zu langsam. Was, wenn der hinter mir jetzt wirklich genauso drauf ist wie ich und einen beschissenen Tag hat? Bin ich zu langsam? Nerv ich den? So, bekomme ich gleich eine Flasche um die Ohren gebombt oder werde ich nach dem Verlassen des Ladens zusammengemobst? So komplette SOS-Stimmung. Ich krieg Zittereinfälle beim Einräumen der Tasche. Es ist einfach ein Albtraum einzukaufen. Am besten bekommst du eine Papiertüte in der Hand gedrückt und die reißt. Die reißt dir auf den Weg. Polen ist komplett aufeinander. Jeder, der einen da über den Weg läuft beim Einkaufen, das ist einfach der Erzfeind. Der Impuls, den anderen mit dem Wagen in die Hacken zu fahren, ist einfach permanent da. Mache ich aber nie. Ich bin ja netten. Außer wenn die Leute Rolltreppen blockieren, dann räusper ich auch mal auffällig laut.
Bastard. Anderes Szenario. Bus, Bahn, was auch immer. Irgendwas, womit du fahren kannst. Es gibt da so drei Arten von Passagieren, auf die ich einfach Wut habe. Die müssen nur präsent sein und ich bin wütend. Das wären Familien mit Babys, Familien mit Kindern und alle anderen Menschen. Ich bin ja so ein Typ. Hä? Also wenn es jetzt danach geht, ja. Ich habe ihn damals mitgenommen und auch wieder nach Hause gefahren, bis nach Braunschweig. Das heißt, er hasst eigentlich alle Menschen, die mit ihm fahren und wahrscheinlich in diesem Raum sitzen. Und ich habe ihn mitgenommen, also hat er mich eigentlich auch gehasst in der Zeit. Frechheit. Größte Frechheit, die ich je gesehen habe. Ah, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Da weiß ich auf jeden Fall jetzt Bescheid. Der hasst also so ziemlich alle Menschen. Und ja. Du hast es erfasst, ja. Ich fühl mich beschmutzt, ja. Das Ding ist jetzt durch, das war's jetzt, ja. Scheiße. Immer wenn die Leute an der Kasse lange brauchen, habe ich das Bedürfnis, meine Waffe vom Schützenverein zu nehmen und scharf zu schießen, muss mich da immer beruhigen. Alter, okay, das ist ein bisschen krank, oder? Typ. Meinst du nicht, dass es ein bisschen krank ist? Dem fürchterlich schnell langweilig wird. Und wenn mir langweilig ist, ist meine Laune grundsätzlich so ein bisschen auf Sturm gestellt und ich werde unerträglich. Ich werde quengelig und bin nur am Meckern. Das Problem ist, egal wie lange ich fahre, sobald ich eine Fahrgelegenheit betrete, ist Ende mit Laune. Du kannst ja auch nichts machen während der Fahrt. Wir sind hier in Deutschland und dein Handy-Internet singt alle 20 Sekunden Time to say goodbye. Jeder Mucks macht mich sauer. Irgendein Handy klingelt am anderen Ende des Zuges, wenn man gerade kein flächendeckendes Funkloch hat. Todesblick. Jemand hat Tastenton an beim Schreiben. Todesblick. Lautstarkes Telefonieren über mehrere Minuten, also wirklich ins Telefon schreien. Todesblick. Der absolute Horror. Schreiende Babys. Alter Schwede, du willst einfach nicht mehr. Das sind halt Babys, die weinen nun mal. Aber warum immer in meiner Nähe? Warum jedes Mal, wenn ich eine Bahn betrete? Oder Kinder, die rumschreien und von oben nach unten rennen? Ey, genauso. Aber das erinnert mich so, also man könnte jetzt denken, es ist wie so eine Sozialphobie oder so. Also überall, wo Menschen sind oder Lebewesen sich aufhalten, kriegt Nero Aggression. Gibt's das so? Sozialphobie? Sozialphobie. Was ist eine soziale Phobie? Menschen mit einer sozialen Phobie fürchten, von anderen Menschen als merkwürdig, peinlich oder gar lächerlich empfunden zu werden. Ihr Verhalten, zum Beispiel wie sie gehen, essen oder reden oder sichtbare Zeichen ihrer Angst erröten, schwitzen, sind ihnen peinlich. Boah, das kann schon, ne? Also, das ist schon heftig, ne? Also egal, überall wo Menschen sind, findet Nero das schrecklich. Das ist schon krass auf jeden Fall, das ist schon sehr, sehr krass. Ausgerechnet, er hat keinen Führerschein. Das ist das Schlimmste eigentlich. Gerade er braucht unbedingt einen Führerschein, weil du bist ja sonst immer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, hast die ganze Zeit so viele Leute am Arsch hängen. Ey, Nero, Bruder, du musst mal was ändern, ja? Er meinte in seinem Video über seine Psyche, dass er eine Sozialphobie hat, glaube ich. Ja, moin. Siehst du, ich kann gut Diagnosen stellen. Ich bin zum Beispiel mega empfindlich gegenüber Geräuschen, mag deswegen auch keine Kinder unter anderem. Ja, okay. Das ist schon krass irgendwie. Ne? Ja, Menschen sind auch schrecklich. Ich merke hier, ich bin hier in dieser Welt, in dieser Internetwelt, wo jeder Menschen hasst und so. Das tut gar nicht gut, Leute. Was ist los bei euch? Laufengang, wir sind seit über einem Jahr dran. Nice. War dann bei Kuhn zu Hause auch Horror für ihn wegen Noah? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. So schlimm, kriegt eure Kinder in den Griff. Auch noch so ein Ding. Menschen, die tuscheln im Bus oder Bahn. Ich denke immer, die lästern gerade über mich. Dann gibt es aber noch Menschen, die sich einfach nicht an geltende Regeln halten. Wenn ich nur sehe, dass jemand die Maske auf Halbmast hat. Ja? Mund bedeckt, aber Nase nicht. Wie oft sehe ich sowas? Noch dämlicher wäre es andersrum, ne? Ey, ich bin so einer, ich denke nicht, dass Leute über mich lästern und so. Also wenn jetzt Leute so tuscheln und so, denke ich nicht, dass es über mich ist. Aber wenn sich Leute 5 Meter neben mich stellen, mich einfach nur angucken und dann darüber reden, dann ist das schon ziemlich komisch und auffällig. Ich war ja im August, war ich ja in Köln, am Kölner Dom. Und da waren ja auch viele Leute und so. Und da war ich ja mit Kenny, mit Nico und so, waren wir am Start. Und ich war neben Nico. Und wir haben einfach miteinander geredet. Und da kam so eine Gruppe Jugendliche, die waren vielleicht so 18 oder so, 18, 19 könnte das gewesen sein. Die ging so an uns vorbei. Die haben schon davor so ziemlich auffällig geschaut. Dann sind die an uns vorbeigegangen und so 10 Meter weiter hinten haben die sich hingestellt und nur in unsere Richtung geguckt.
Und immer, wenn ich mich umgedreht habe, ne, weil Nico hat immer mal gesagt, ey, die gucken zu dir, dann wollte ich mich mal umdrehen. Und da haben die direkt woanders hingeguckt. Da dachte ich auch so, okay, also, ey, wir müssen es jetzt mal nicht übertreiben. Ne? Das ist eine ganz komische Situation, wenn man da beobachtet, wenn man sich beobachtet fühlt. Ja, ansonsten ist mir das eigentlich relativ wurscht. Ich bin da nicht so, dass ich das alles auf mich beziehe. Ja. Ich mag aber auch keine Kinder, vor allem, wenn sie schreien. Ja, wer mag denn schon schreiende Kinder? Ich glaube, niemand mag das, wenn Kinder einen ins Ohr schreien. Ich glaube, das ist auch so generell bei jedem, oder? Ich meine, schreien ist doch nie was Schönes. Hier in der Bahn ist auch gerade ein Kind, was rumkreicht und ich werde auch gerade aggro. Und ich setze Kopfhörer auf und volle Lautstärke. Ich beschalte hier die ganze Zeit und dann läuft das schon. Deckt aber Mund nicht. Aber gut, so dämlich kann ja wirklich niemand sein. Außer du bist halt der ehemalige Wirtschaftsminister. Grüße gehen raus an Peter Meerjungfraumann Altmaier. Ihr könnt die Ähnlichkeit halt einfach nicht leugnen. Punkt. Ich hasse es, wenn die Leute das nicht richtig aufsetzen. Meine Güte, es regt mich einfach auf. Und da gibt es noch so eine Situation, ne? Bin ich gerade drauf gekommen, macht mich wütender als alles andere. Ich bin gerne, moin. Atmen. Hörbar atmen, ne? Schnaufen, als wenn die gerade einen Marathon gelaufen sind. Bist du gerade einen verkackten Marathon gelaufen oder was ist los mit dir? Genauso wie Essensgeräusche, alles was halt in diese Kategorie fällt. Hört doch auf, Geräusche zu machen, hört auf zu schmatzen. Ich habe einen Kollegen, der das immer macht. Ich bin ja so ein Misophonie-Kandidat. Ihr wollt nicht wissen, was da in meinem Kopf gerade vorgeht, wenn ich sowas höre. Wenn ich einen richtig schlechten Tag erwischt habe, stehe ich auch einfach vom Essenstisch auf und ne, dann hagelt es einen Eintrag in mein Notiz, unseren Namenseintrag. Ich werde echt zum schmatzerhassenden Stab, wo wir gerade dabei sind. Hundehalter, die ihre Hunde nicht unter Kontrolle haben. Und noch nicht mal eine Leine angelegt. Ich lieb ja Hunde. Seid alive. Aber ich hab halt übelst Angst vor denen. Ich bin so ein paar Mal gebissen worden, seitdem traue ich der süßen Optik halt nicht mehr über den Weg. Kommt da so ein Tier auf mich zugerannt, sitze ich halt auf dem nächsten Baum. Das macht mir halt ungefähr so gute Laune wie Zahnpasta, die von der Bürste rutscht oder Kopfhörer, die verknotet sind. Ich bin bisher noch nicht wirklich gebissen worden von einem Hund. Aber beim Zeitungaustragen, da gab es immer genau einen Spot, ja. Da waren richtig, das waren, warte, was waren das für Hunde? War das Rottweiler? Also es waren auf jeden Fall Kampfhunde, ja. Also das waren bissige Hunde, sage ich mal. Und da habe ich immer Zeitung ausgetragen und das Problem war, der Briefkasten war direkt an dem Zaun dran. Das heißt, die sind mit ihrer Schnauze durch den Zaun gegangen. Nee, nicht Dobermann. Nee, ich glaube schon. Nee, ein Hund war ein Rottweiler. Ein Hund war ein Rottweiler und das andere weiß ich gerade nicht. Aber die waren auch, die sahen ähnlich aus wie ein Dobermann, aber es ist kein Dobermann gewesen, ne? Weil Dobermann ist ja nochmal, keine Ahnung, so viele Leute haben nicht einen Dobermann. Da ist die Schnauze immer so durch den Zaun und ich musste irgendwie diese Zeitung dahin bringen. Und dann haben die Besitzer sogar extra eine Box vor diesen Zaun gestellt, wo man die Zeitung reinstecken konnte. Und da war ich eigentlich zufrieden, ne? Dann habe ich das auch immer so, da habe ich die Box auch immer genutzt, ne? Hab da die Zeitung hingetan. Auch für die anderen Postboten und so. Und dann war das paar Mal so, zwei, dreimal war das glaube ich so, dass der Zaun offen stand. Und dass der Besitzer einfach gerade seinen Einkauf getätigt hat, dann ist er durch den Zaun durch und hat diesen Zaun offen gelassen. Ne? Und dann sind die auf mich zugerannt. Aber volles Tempo, ich konnte gar nichts machen, ich war wie ein Schockstarre. Ich dachte mir, entweder er beißt mich jetzt hardcore und ich werde jetzt gleich richtig verletzt. Oder, und du bleibst stehen, oder du rennst jetzt weg und dann wirst du definitiv verletzt. Also entweder du hast vielleicht Glück und er beißt dich nicht, der springt dich nur an. Oder du wirst halt zerfleischt von diesem Drecksvieh. Ja, und Gott sei Dank ist dieser Hund auf mich komplett zugerannt, hat mich angesprungen, aber hat mich nicht gebissen. Alter, hätte der mich gebissen, der hätte mich sehr verletzt. Also das stand eigentlich fest. Ich war kurzärmlich, war ich dort. Und das hätte er mir einfach nur einen Arm gebissen, dann hätte es auf jeden Fall einen heftigeren Schmerz gegeben, sage ich mal. Gerade bei Kampfhunden ist das nicht gerade so nice. Ja, der will grüßt dich. Klingt eher nach Rottweiler. Na, ein Rottweiler war da, ja. Ich weiß nicht mehr. In Dobermann war es nicht. War ganz schwierig, Mann. Und das Ding ist ja, das sind ja auch relativ muskulöse Tiere, ne? Also die haben es auch schon so ein bisschen in sich. Also wenn die einmal reinbeißen, dann, ouch, kann schon schmerzen. Katzen besser als Hunde einfach. Ja, also ich bin auch eher so der Katzenfreund, weil so, wenn die kratzen, so, es ist so dieses
verspielte Kratzen. Und das tut zwar auch mal weh und so, aber es ist halt eine Katze. Also ist halt ein kleines Katzentier. Du kannst auch nicht böse sein. Ja, ist schon in Ordnung. Eine letzte Situation habe ich aber noch für euch. Es gibt 1000 weitere, aber die will ich heute noch ansprechen. Menschen, die ein Handy besitzen, oh, Michael, mein Beileid, nie erreichbar. Nie erreichbar sind. Egal was ist, du kannst die nicht erreichen. Es gibt da so ein paar in meinem Umfeld, die besitzen halt ein Smartphone, sind auch häufig dran, aber egal wann du anrufst. Exakt genau in diesem Moment nicht. Was machen die mit dem Ding? Habt ihr es gegessen oder was? Wofür besitzt ihr diese Karre? Ich will einfach nur mal 2 Minuten reden, um was abzuklären. Ich bin so ein Mensch, ich melde mich ja nie, außer es ist was. Ich hasse es, drauf warten zu müssen. Ich hasse warten generell. Vielleicht kann ja der ein oder andere sowas von euch davon relaten. Es tut mir leid, dass es jetzt einfach nur so ein Sabbervideo war. Es ist einfach, keine Ahnung, Menschen sind fürchterlich. Es tut mir, wie gesagt, wirklich leid. Nächste Woche geht's mit einem normalen Video weiter. Auf jeden Fall hat Active auch noch ein paar Situationen, die ihn zu Weißblut treiben. Die stellt ihr euch jetzt mal kurz vor. Ich bin raus, wir hören uns nächste Woche. Wisst ihr, Leute, ich bin vielleicht nicht wie Nero, dass ich Menschen hasse. Ich vermeide sie nur mit System. Nope, wir hatten keinen Augenkontakt, zählt nicht. Schade. Oh, na junger Mann, lass uns doch ein bisschen reden ohne Ende. Oh Mann, bitte nicht. Ich wollte doch nur Musik hören, kurz einkaufen und dann liefst du danach nie wieder bei dir. Aber vielleicht muss ich ehrlich mit euch und mit mir sein. Vielleicht hasse ich einfach soziale Interaktion, weil ich schlechte darin bin. Ich bin hier auf Madeira, gehe raus auf den Balkon, um mich zu sonnen, schaue mich dummerweise etwas um und sehe dann einen alten, unsportlichen Mann, der sich natürlich sonnt, und zwar mit einem dieser Teile. Junge, SpongeBob. Oh nein, was mache ich jetzt? Einfach wieder umdrehen und so tun, als ob ich ihn nicht gesehen habe? Nee, ich habe ihn schon in seine Augen geguckt und leider auch auf etwas anderes. Zurückziehen ist nicht mehr. Was heißt, du hast ein nice Paket auf Portugiesisch? Sprich dir aber Portugiesisch? Ich sag einfach Hello. Basic English kann jeder hier. Ja, mein, was geht? Nein, Junge. Hey, auch Deutscher, was geht? Deutscher! Und ja, stell dir vor, ich hätte sowas angehabt. Zitter nicht! Ich hab gesagt, stellt euch vor! TikTok, shut up! Oder wenn so unangenehme Situationen passieren. Oh, Scheiße. Oh fuck, das holt mich gerade richtig ab, einfach der Part von Exe. Oh Scheiße. Als ich meine Krankenkasse an einem Montag angerufen habe, um nachzufragen, ob meine Papiere angekommen sind, war ich Profi so. Alles angekommen? Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Oh. Sie Loser! Wie kann man so sozial inkompetent sein? Hören Sie das? Das sind gerade Ihre Papiere gewesen als Strafe. Warum ist man immer so unfähig? Okay, so fies war die Frau am Telefon nicht. Wir haben beide drüber gelacht. Also fast. Oder auch Klassiker. Ja, wenn man zur gleichen Zeit ausweicht, das schwöre, ist so schlimm einfach. Alter, das ist wirklich, ich bin einer, ich gucke den Menschen in die Augen und ich weiß ganz genau, der wird jetzt diesen Schritt nach rechts machen und ich werde den Schritt nach links machen. Da geht er aber auch den Schritt nach links. Da weiß ich wieder ganz genau, scheiße. Weil der nächste Schritt, den du machst, wird wieder die gleiche Seite sein. Ah, das ist ganz belastend, Mann. Und dann hast du das ganz große Problem, ja. Man weiß immer nach rechts auf so kleine Ohren so. Aber manche Leute sind einfach vielleicht und geben keinen Frick auf andere Menschen und die Umwelt. Scheiße, ist echt cool. Alter, wenn ich noch anfangen würde beim Autofahren. Alle inkompetent auf der Straße, außer ich natürlich. Aber das ein anderes Mal vielleicht. Die Dummheit der Menschen hat halt keine Grenzen. Zum Glück ist man aber zu Hause davor sicher. In meiner Telegram-Gruppe habe ich gepostet. Jeder soll die Person leben, die sie will. Aber eigentlich doch nicht, weil egal was ich Schluss machst. Du machst es doch nicht besser. Junge, ey, ohne Witz. Also ich habe, glaube ich, selten gelacht bei selten so gelacht bei Active User Roni. No joke, sehr, sehr geile Sache. Sehr, sehr geile Sache.